Oh, was hast du denn? Hier ist Jack! Yay! Ach, Rose, ich muss immer wieder an die Nacht in der Kabine denken. Leider verbietet mir meine Familie, sie wiederzusehen. Sie meinen, Mistkäfer wären Langweiler, denen man nicht feiern könnte. So ein engstirniger Haufen. Oh. Geheimnisvoller Fremder. Ich habe dieses Porträt von Rose gezeichnet, als ich an unser erstes Treffen gedacht habe. Ich flehe dich von ganzem Herzen an, bringe es ihr doch bitte an meiner Stadt. Okay. Jo, können wir machen. Achso, ich weiß wieder, wo meine ganzen Rosanen sind. Die sind drüben und haben noch das scheiß Brett für Jack, ey. Ja. Blöd ist, die Tür ist immer noch zu. Ich will wahrscheinlich noch einen Moment dauern, dass wir die Tür nicht aufkriegen. Ach, wird das schön, die beiden wieder zu vereinen. Okay. Die werden schon auch zur Tür gehen. Schätze ich mal. Schönes Bild auch. Gefällt mir sehr. Jo. Tür ist leider zu. Aber warte mal. Cool. Jetzt haben wir wieder Pinke verloren. Was auch nicht sonderlich gut ist. Aber kriegen wir schon irgendwie hin. Cool. Wir haben immer noch einen Brief, haben wir den nicht abgegeben? Müssen wir gleich nochmal runtergehen. Hallo? Da sind auch noch Eier. Niemand interessiert eine Party an einem langweiligen Schwimmbecken. Wir brauchen Schaum, mein Kerl. Aber das Schaumbad ist verschwunden. Da steht zwar eine Flasche Schaumbad über der Wanne, aber... Ja, hab ich schon gesehen. Allein beim Gedanken daran, da hochzuklettern, wird mir schon schummrig. Mann, wir waren da eben erst. Ja, es ist brüllend heiß hier unten. Perfekt, die Touristen werden an der Bar schwärmen. Nicht gesehen, dass man die da runterwerfen kann. Wow. Hey, was hast du denn da auf dem Kopf? Dieser komische rosa Schopf. Bist du zu lange draußen in der Sonne? Sprichst du jetzt deshalb? Warte mal, ist hier in der Seite noch was? Nee, ne? Ah, dann schauen wir noch mal. Schaumbad. Oh, wir können es tatsächlich... wir haben zu wenig. Oh nein, nicht schon wieder. Wir hätten Jack nicht ansprechen sollen. Oh, Mann. Müssen wir jetzt wieder Pinke suchen. Hey, Pinke! Ah, scheiße, das reicht immer noch nicht. Ich glaube, ich würde lieber unten noch mal ein bisschen lang gehen. Oder wieder oben rumschwören. Mama hat mir ein cooles Mistkäferkostüm für die Party gemacht. Sie hat einen Haufen Material zusammengerollt, sodass ich reinpasse. Nicht, dass mir deine nächtlichen Ausschweifungen gefallen, aber wenigstens hast du so deine Steuern bezahlt. Was machst du jetzt? Ich warne dich, wenn du es weiter hinausschiebst, rufen wir die Wache, damit du endlich zahlst. Mein Respekt, Alterchen. Kann ein Riesenkäfer schwimmen? Wir werden uns wohl kaum erwischen, wenn sie absaufen wie Steine. Also mach dich mal locker, ja? Haben wir ein paar Pinke dazu? Ja, 15! Yay, wir können wieder zum Shampoo!
Hier sind auch noch welche. Ah, nee, zum Brote. Let's go. Shampoo-Flasche holen. Schaumbad. Nochmal da hoch. Ja, Geduld. So. Jetzt aber. Let's go! Juhu! So, das Schaumbad ist da. Es ist zwar noch nicht offen, aber davon hat da keiner geredet. So, aber die sind jetzt glücklich. So. Wo war denn der Typ? Der war hier oben, ne? Irgendwie das Schaumbad, Kumpel. Hey, irgendwann solltest du mir mal sagen, wie du das mit diesen fliegenden Blasen machst und da Kenner an der Materie. Mhm. Oh, Waschmaschine. Ah, oh, da kommen wir nicht ran. Ich bin im Urlaub, aber ich bin ziemlich enttäuscht. Man hat mir eine riesige Party versprochen, aber hier ist ja gerade tote Hose. Das ist aber ihr Pech. Eine tanzende Schildwanze sieht man nicht alle Tage. Zurück an die Arbeit. Mr. Krabs? Ja, Anfänger. Die Knorke-Krabbe. Oh Gott, ey, hier sind aber auch viele Easter Eggs drin. Das ist ein Burgerladen und kein Kindergarten. Rob. Jawohl, Chef. Danke, Chef. Aber Junge, diesen Monat gebe ich dir eine Gehaltserhöhung von 20. Das ist aber nicht sehr Mr. Krabs, oder? Super! Teddy! 20% von 0 ist immer noch 0, Rob. Oh wow, wie geil. Mojita, wenn niemand mehr zum Bedienen da ist, muss ich mich über selbst bedienen. Das Leben ist kein Ponyhof. Okay. Der Krabbe Royal, so schmierig und schleimig. Ich habe alles versucht, um an das Geheimrezept zu kommen. Ach, Tonplank, natürlich. Spionage, Erpressung, Gift, Katapulte. Krabs ist einfach nicht zu schlagen. Wie geil, ey. Ah, hier ist er auch der Burger. Toll. Wie witzig. Da ist auch noch ein Gott dahinter. So, hier können wir wieder Strom machen. Die Frage ist nur, wohin? Hier hin. Okay. Ne? Können wir weich machen. Oh, 16. Die haben wir ja. Boah, wir haben 40 Stück mittlerweile. Ach, die Waschmaschine läuft drin, ja? Nice. Ich wollte schon mal eine Waschmaschine rein. Was gibt's hier? Nix. Cool. Können wir schon mal irgendwas noch machen. Ich will mal auf den Button da drauf kommen. Gucken. So. Hier waren wir. Hier wart ihr. Okay. Auf geht's nach oben. Noch mehr blaue. Mein Gott, ich brauche pinke, nicht blaue. Warum kriegen wir so viel blaue? Das Gerüst mit den Blumen.
du? Ah, hier geht's. Okay. Yay, noch ein Brief. 2 von 4. Okay. Das wird nix. Ich bin mal auf die Blume nochmal drauf. Hier gab es auch noch ein paar Pollen. Und rote. Mein Gott, sind da viele mittlerweile. Halleluja. Ich glaube, meine ganzen Pinken sind, glaube ich, auch gerade in dieser Jack and Rose Mission drin. Zumindest haben wir kaum von denen welche. Da ist noch ein Schlüssel. Oh, vielleicht für die Tür ein Schlüssel. Das macht natürlich Sinn. Vielleicht kriegen wir deswegen die Tür nicht auf. Aha. So, die Blume haben wir. Und da sucht jemand schon wieder seinen Ring. Süß, diese Hängematten noch sind. Ich habe gehört, dass sie die uralte Maschine in Sankta repariert haben. Und wir jetzt Arvins Lobgesang hören. Welchen Lobgesang? Arvins! Was soll das sein? Ist das dein Ernst? Das ist der Schöpfer. Zeig mal mehr, etwas mehr Respekt. Na, könnt ihr ja immerhin mal vorbeikommen und Hallo sagen, oder? Stimmt. Da hat's den Point. Nein! Ja. Da ist die Batterie. Ich weiß nicht mehr, wo die rein muss. Doch bei dieser Parkklammer, ne? Warum das bewirkt ist das Wort? Oh, so wenige. Ach, einer kann so eine Batterie schleppen. Cool. Gut. Das ist ja schön. So. Alidan. Kommst du gerade die Nase über mich? Wegen der Maske, oder? Ha. Wenn die Mäuse fehlen, muss man eben stehlen. Wobei... Du könntest mir helfen, etwas daran zu ändern. So ein komischer Typ hat mir einen Tipp gegeben. Am anderen Ende dieser Presse ist offenbar ein unbezahlbarer Schatz. Mhm. Ein Edelstein. Aber die Presse ist geschlossen. Man müsste sie anmachen und mindestens 4 lang gleiten, um es zu schaffen. Du kannst mit so einem Edelstein ja nichts anfangen, aber ich tausche ihn gegen etwas anderes. Wie klingt das? Jo. Und gleich erledigt. Kabel. Da. So, deine Sockenschublade. Oh. Die können wir auch noch einbauen. Spannend. So, 4. Aber ich müsste 4 haben, oder? Jo, ich hab 4. Okay. Okay. Darf ich hier auf das Geld? Nein, darf ich. Okay. Nein! So knapp!
Okay. Ein bisschen schneller. Oh Gott, das ist knapp. Schnell! Oh, das sind mehrere. Das habe ich nicht gesehen. Achso, das sind nur Lichter. Und da denn rein? Okay, erstmal nochmal Strom legen. Hey. Da ist auch noch Geld. Ah, sind wir hier beim Ventilator? Nee, sind wir nicht beim Ventilator, oder? Okay, müssen wir mal im Kopf behalten. Ich komme mal von oben da rein. Bitteschön. Aha, jetzt bin ich. Jetzt bin ich nicht länger ein einfacher Straßenglüberfisch. Hier deine Belohnung. Für mich ist sie ehrlich gesagt wertlos, aber jetzt kannst du mir diesen ungeschliffenen Diamanten reichen. Eine Stahlenerei? Okay. Cool. Dann gehen wir mal nach oben. Oder mal irgendwie reingekommen. Aber es gab von innen noch irgendwie so eine Tür, die ich nicht gesehen habe. Nein, nein, nein! Manu. Hier noch hoch, ey. Ah, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Nice. Hier oben. Cool. Yay, wir haben 300. Aber uns fehlt immer noch so viel. Da oben auf der Dusche müssten wir noch irgendwie hoch. Rüber. Könnten wir die zwei Briefe schon mal abgeben. Ich hab dann nochmal die Dusche hoch. Ich hoffe, wir haben jetzt genug Grün. Ne? So. Einer fehlt uns noch. Okay. Einer fehlt noch. Ah ja, hier. Oh, du armes Ding. Schnell, gib mir die klebrigen Pollen. Ich kümmere mich drum. Ich geht. Hier ist dein Belohnung. Um diese Brühe zu verkaufen, muss ich ordentliche Rabatte geben. Nur ein hübsches Etikett draufkleben. Ich stelle eine Flasche davon in meinem Stand ganz hinten hin.
Schwebeblase. Juhu! 5 haben wir schon. Nice. So. Gut. So, hier kommt die Batterie rein. Was doch immer das ist. Ein Laser, ja lol. Wer hat keinen Laser im Badezimmer? Jetzt haben wir Partylicht. Cool. Ja. So, können wir jetzt die Grünen jetzt endlich mal reichen? Kommen wir jetzt hier hoch? Immer noch nicht. Verdammt. Mann. Waren denn noch grüne? Und wo müssen wir den Schlüssel reinstecken? Da ist noch Gold. Da müssen wir nochmal hin. Oh, hier kann man noch was bewegen. Andere Seite? Andere Seite. Das Schiff mittlerweile bewegen auch noch nicht, ne? Dafür haben wir auch noch zu wenige. 25. Ah, wir haben 19. Mann. Muss man da auch in der Seite dann irgendwie reinkommen? Ach, scheiße. War zu niedrig. Ja. Dann kommt man schon mal nirgends rein. Wir haben irgend so einen Lüfter. Merkwürdig. Muss ja auf der anderen Seite sein, aber... Seite ist ja da. Wir haben noch den Schlüssel. Kommt bestimmt vom Ventilator oder an die Tür rein, oder? Thank you.
Verdammt. Vielleicht geht das auch von hier? Ja, nice. Jack und Rose können sich wiedersehen. Yay. Halleluja. Wuhu. Die tauschen sich erstmal aus. Mega mal gespannt. Ich glaube, ein Brief müsste mir auch noch fehlen. Ich hab dein Brett mitgebracht. Danke, dass du mein Geschenk überbracht hast. Hast du etwas von Rose gehört? Nee, noch nicht. Jack, ich habe dich so vermisst. Das würde ich nie, Rose. Was hat sie vorher gesagt? Ich habe zu schnell getippt. Wir wollen dich in dieser Grube gefangen halten, aber wir müssen nach vorne blicken. Wegen deines Geschenks hat meine Familie zugelassen, dass ich zu dir komme. Oder vielleicht lag es auch nur daran, als ich sie abgehängt habe. Meine Eltern waren schockiert, als sie deine Zeichnung gesehen haben. Ich habe sie einfach stehen lassen, jetzt bin ich da. Lebe wohl, schnödes Mistkäferleben. Du verleihst mir Flügel, Jack. Das haben wir jemand Bestimmten zu verdanken. Danke, Milodane, dafür, dass du dir Zeit für zwei verirrte Seelen genommen hast. Ah. Nimm das. Das habe ich einmal beim Schwimmen unten in der Wanne gefunden. Okay, müssen wir uns gleich nochmal abholen. Und Pando ist so ein... ist wie meine Katze, so ein Vieh. Das hatte ich mir mal angeguckt. Wusste gar nicht, dass man dafür auch Kanalpunkte für ausgeben kann. Frühlingsklappig. Ich glaube, aktive sind wahrscheinlich, aber hier nicht im Stream. Auch interessant. Aber das kannst du mit meiner Katze eigentlich auch machen, wenn du... Ich habe die Commands, glaube ich, im Streamtitel drin. Kannst auch verschiedene Sachen mitmachen. So, endlich mal das Schiff bewegen. Hydrate Pando für 1000! What the fuck? Ich glaube, für meine Katze brauchen wir gar keine Kanalpunkte. Aber ja, gib erstmal alle deine Kanalpunkte aus. So, die bringen schon mal das Schiff da rein. Wir holen uns mal das Geschenk ab von drüben. Hm. Ich hab die Hälfte vergessen. Ring der Ewigkeit. 2 von 3. So. Ein Brief fehlt uns noch. Das ist so geil. Die Frage ist, uns fehlt noch... Guck mal hier, hier können wir doch auch noch was bewegen. Sehe ich doch. Na. Ich sehe doch alles hier. Unser letztes Ziel. Eins haben wir auch noch übrig. Eine Nebenmission. Vielleicht die Party. Schon. Hervorragend. Alles ist wieder in bester Ordnung. Ich habe sogar eine Einladung erhalten.
Hey, alter Sack, nur mal locker bleiben. Alles gut, komm mal vorbei und amüsier dich schon mal. Also, nett. Meine Assistentin meinte, das hätten wir dir zu verdanken. Vielen herzlichen Dank. Die Silberfische haben als versöhnliche Geste die Stadtschere zurückgebracht. Ich sollte dann wenigstens die wichtigsten Bürger der Grube gehören. Und das bist du, Mildred. Yay. Cool. Oh, 11 Stück müssen eine Schere tragen. Oh, es hat laut. So, ihr tragt das mal rüber. Ich muss mich hier drin erstmal umsehen. Kann man das Spiel jederzeit speichern? Ich glaube, es speichert automatisch. Also ich sehe sie immer mal wieder unten rechts, glaube ich. Ich muss automatisch speichern. Wüsste sonst nicht, wo ich selber speichern sollte. Oh, was haben wir hier? Ein Teddy? Weißt du, Teddy? Weißt du, Teddy und ich, wir erobern schon seit Jahren die Tanzfläche, aber ich denke, die letzte Party war eventuell eine zu viel. Teddy hat einen 4-fach Rückwärtssalto mit einer Halsdrehung um 360 Grad gemacht und plötzlich platsch. Er ist in eine Pfütze an der Bar ausgerutscht. Schau dir das an, jetzt ist er ganz fleckig. Er redet oder bewegt sich nicht mehr. Ich hätte nie gedacht, das einmal so extreme Maßnahmen ergreifen zu müssen, aber ich habe keine Wahl. Nach all den Jahren muss ich Teddy reinigen lassen. Oh no. Ich habe das nie übers Herz gebracht und ich hatte auch nicht die Kraft dazu. Aber du und deine ganzen kleinen Freunde, ihr könnt mir doch helfen, oder? Sicher. Wir müssen nur die Waschmaschine mit Strom versorgen, das haben wir schon. Teddy hineinstecken und ihn dann wieder herbringen. Und das für mich erledigen. Jo. 15 haben wir zum Glück noch. Okay, die Schere ist angekommen. Wir haben schon 4 von 6 Bauteilen. Mein Grips und deine Fähigkeiten sind eine unschlagbare Kombi. Lass uns durch diesen Durchgang nach Krüsal zurückkehren, sobald du bereit bist, mit der Suche weiterzumachen. Naja. Ja. Rein damit. So, erstmal Teddy sauber machen. Let's go. Das ist der letzte Brief. Ah, hier ist Gaspar schon wieder. Der ist auch überall. Ein bisschen fehlt uns aber auch noch. So, Brief habt ihr dabei? Super. So, wo ist Teddy? Ist er unterwegs? Bestimmt. Ach, da ist er. Okay, die warten auf mich. Beziehungsweise ich muss den Weg erstmal frei ran. Hier, Brief. Juhu. So. Ach, ich glaube, von oben. Beziehungsweise von der Seite. So. Cool. Schon geil. Jetzt müssen wir aber immer noch auf die Dusche oben drauf irgendwie kommen. Und da in dem Dingens. Mal gucken, wie wir da irgendwie reinkommen. Auf den Teddy drauf. Jetzt bin ich mal gespannt. Kann ich mitgewaschen werden? Ich muss bestimmt auf Start drücken. Ah ne, er springt raus. Ah, okay. Das muss ich noch machen. Kriegen wir das von hier hin? Nee. Ich muss nach oben.
Let's go. Der schnellste Waschgang, den es jemals gab. Ah, wie schön er jetzt wieder aussieht. So, Friends. Let's go. Wieder zurückbringen. Oh Mann. Ich würde dazu gerne mal wissen, wie man da diese eine versteckt da reinkommt. Ich muss ich das noch googeln. Das würde ich gerne mal mitnehmen. So. Von da oben kommen wir auch nirgendwo rein. Was ist Teddy? Das ist unser letzter Punkt. Gucken. Uns werden bestimmt noch ein paar fehlen, aber dann haben wir rein müssen. So, Teddy is back. Mein Teddy, das Bild sauber. Wie seltsam. Er hat sich verändert. Doch ist ja noch derselbe gute alte Teddy. Er kann sogar das Doom jetzt noch riechen von damals als. Ach ja, Moment. Teddy hat etwas für dich. Schlangenring, okay. Ring des Mordanfangs. Okay. Teddy ist immer noch nicht besonders aktiv. Die Waschmaschine hat ihn offenbar gut durchgerüttelt. Schade, wenn du nur damals diesen Breakdance-Wettbewerb gesehen hättest. Okay. So, habe ich mittlerweile 22. Wo kriegen wir denn noch grüne her? Weil ich glaube nicht, dass wir das schaffen, das mittlerweile mal auf die Dusche drauf. Von hier geht's nicht. Vielleicht von da drüben ist ein bisschen höher. Hm, könnte gehen. Komm schon. Nein! Man konnte mich daran festhalten. So, da oben hier hochkommen. Ich will hier keine bauen. Mann, nee. Du musst dort hier oben auch noch einen sammeln. Ah! Wie soll ich denn da hochkommen? Irgendwo müssen noch grüne Eier sein. Warte. Ein Stück weiter nach vorne. Mann, ey. So, okay. Ja.
sind einmal ein paar zu wenig. Mann! Mann! Könnten noch welche sein? Wenn irgendwer grüne Eier sieht, sagt mir mal Bescheid. Verdammt. Wollen wir mal auch schon? Hab ich sie auf der anderen Seite noch? Ist die Tür mittlerweile offen? Okay, ja, alles gut, wir sind Außenseiter. Revoluzzer. Wir müssen lernen, miteinander klarzukommen, ja? Außenseiter? Klarkommen? Ah, ja, in der Tat, genau. Zu diesem Thema. Wir hatten erwägt, einen Zeitraum zu definieren, ab wann zu starker Lärm als... Schon wieder? Ruinier hier doch nicht die Stimmung. Man muss doch auch mal ein bisschen leben. Ja, ja, das mag wohl sein. Entschuldigung. Ich habe seit 5 Tagen nicht geschlafen. Ich bin nur geistig nicht mehr so ganz da. Seit 5 Tagen? Was treibst du denn, Alter? Ich räume euren Saustall auf und putze. Ich brauche immer noch mehr. Das sind ja goldene. Was ist denn da los? Ja, ich habe noch nicht gesehen. Auf geht's. Die Seite des Klos haben wir noch nicht erkundet. Boah, konnten wir nicht, weil wir nicht genug Grüne hatten. Ha! Der Kreis schließt sich. Oh, hier gibt es auch nicht mehr Grüne. Ja. 94 brauchen wir trotzdem noch. Die werden über der Dusche dahin. Da war auch nicht mehr gekommen. Und dann habe ich hier schon so eine AR-Brille und die zeigt mir nicht mal, wo die Eier sind oder was. So, unfair alles. Vielen Dank nochmal, Melodoin. Wow. So viele von den Viechern, aber das reicht trotzdem nicht. Da oben haben wir auch schon. Wenn ich mich nicht irre. Glaube ja. Yep.
sieht man von hier noch irgendwas, was man noch sammeln könnte? Oder irgendwelche Grünen? Ja, natürlich praktisch, vielleicht da hinter dem Eimer. Ich glaube, da waren wir auch. Aber da war der Stromdings. Nee, kann auch nicht sein. Wie viele Jahre oben stehen schon? Oh mein Gott. Ich müsste echt mal googeln. Ah, da wollte ich noch mitnehmen. Da haben wir eh schon fast alles. Hier kann aber nichts mehr sein. Wir können ja mittlerweile auch relativ lange schweben. Ich komme aber auch von der anderen Ecke der Dusche irgendwie hoch. Aber was ist eigentlich mit dem Ventilator? Warum mussten wir den eigentlich anmachen? Oh Gott. Okay, mit dem können wir nichts machen. Er weht uns höchstens irgendwie so in die Richtung. Wenn wir von da oben darüber, müsste dann eine ähnliche Höhe haben. Könnte vielleicht noch funktionieren. Blöde Dusche. Oh, Moment. Können wir da drunter ziehen? Moment. Ja. Und jetzt kommen wir auf der anderen Seite hoch. Oh, Mann. Ja. Das muss man natürlich erstmal sehen. Wer hat das Rätsel wenigstens schon gelöst? Ich weiß noch nicht, wie wir an die Pollen da rankommen bei dem Schaf. Toll. Jetzt kommen wir ja endlich hier ran. Oh Mann, ey. Halleluja. Jetzt bloß nicht runterfallen. Genau die fehlen mir noch. Wie kommen wir da ran? Ich frage mich, warum dieser alte Bettler mir diese Information gegeben hat, ohne irgendwas zu wollen. Kann man hier irgendwas mit den Buttons machen? Nee. Ich kann ja auch nicht zwischenwerfen.
Kein Plan. Da ist nur ein Ventilator. Und irgendwas vibriert hier sehr doll. Oder schüttelt sie so. Wie die Waschmaschine, aber die ist eigentlich schon aus. Irgendwo muss doch dieser scheiß Ventilator rausgehen. Ja, der muss... Das ist ja nicht das Badezimmer. Ich weiß ja nicht, wie die Wohnung hier aufgeteilt ist. Könnte vielleicht irgendein anderes Zimmer sein, von dem man dann reinkommt. Aber hier ist ja auch nichts. Mann, oh. Kann man das hier verschieben? Nö. Haben wir hier einen Grundriss von der Wohnung? Mann, oh, ich will da rein. Muss man da irgendwie reinkommen? Ich glaube fast, dass man von der... Wir waren vorhin im Garten drin. Ich weiß nicht, ob da irgendwie so ein Ventilator-Ding drin war. Kann mich jetzt nicht erinnern. Und dann noch dieses Anfangszimmer, wo eventuell so ein Ding drin sein könnte, aber... Das ist schon sehr kurios. Ich glaube, ich google das jetzt einfach mal. Okay, ich habe mir gerade mal ein YouTube-Video angeguckt. Wenn man irgendwelche Hilfe braucht, dann hilft immer YouTube. Es ist, warum ist eigentlich mein Kamerarand immer weg? So. Es ist wirklich sehr versteckt. Moment, gehen wir wieder ins Spiel. Oh wow. Hätte ich ja noch lange suchen können. Also wir müssen hier rein. Und ich glaube, wir müssen jetzt mal auf die andere Seite kommen. Nein. Hat das nämlich von hinten durch. Müsste eigentlich auch von hier gehen. Wenn man hier hoch geht, ist da der Fan. Yay. Und von hier... Oh, scheiße. Wenn man nicht stirbt, müsste man auch an die Pollen da rankommen. Jo. Oh wow, ey. Das war schon ein bisschen mies versteckt. Hey, Sammler in Feierlaune. Oh Mann. Das war ein mieses Versteck hier oben. Oh, dann haben wir alle. Meine Güte. Können wir endlich zu unserem... Ja. Also nicht sterben. Aber ich glaube, ich schaffe das von hier nicht. Ne, ich muss hinten raus. Und zu unserem Chef zurückgehen. Halleluja, wir haben alles. Oh, wow. Er war wirklich mies versteckt. So. Wo war der eigentlich? Der war oben? Unten? Weiß ich gerade gar nicht. Aber unten? Der. Da oben ist er auch nicht. Oh, da ist er. Ah. So.